Guten Abend, meine Damen, Herren und Dinge. Sind wir wieder soweit? Ich werde fertig gemacht, ich gewinne die nächsten 23 Spiele. Heute mit dabei die liebe Kaya. Hallo Kaya. Hallo. Und die Jisoo. Guten Abend, Spartessel, wie geht's dir? Tissel, hör auf Play zu drücken. Jedes Mal das gleiche mit dem Kalle. Wir sind bei Fortress. Und zwar bei dem Bild, ach dem, der Name ist noch viel komplizierter. The resultant vocalization of uncontainable inner turbulence. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ein 20x20 Bild. Regeln wie immer, ich zähle runter von 3 auf 0 und bei 0 wird angefangen zu malen. Für dieses Spiel gibt es keine Fails, weil das würde den Rahmen... Dann seht ihr schon mal das Bild, ich richte derweil ein Fail ein. Musik zu laut, ich zu leise, nach jedem Neustart hat das Mikro andere Einstellungen, es ist zum Kotzen. Da habe ich extra ein... Okay, jetzt habe ich es nochmal wieder hochgedreht. Ah, jetzt schießt es durch die Wand. Oder? Das war gerade arg laut. Ja. Ich sag ja, nach jedem Neustart. So, jetzt habe ich es auf 75. Jetzt müsste es besser. Ich hoffe, jetzt passt. Passt's jetzt? Aber was hat er gesagt? Ich höre nicht, er ist zu laut. Dollar Count. Submit. Jetzt passt's. Ich muss nun schreiben, was ich sage. Das kann Kai allein machen. Was? Was? Seid ihr soweit? Ja. Dann zähle ich jetzt von 3 auf 0 und dann geht's mit dem ersten Bild los. Übrigens, kurz vorher noch, heute so circa... Oh, Moment, ich habe noch was vergessen. Nicht erschrecken, gleich kommt was Schreckliches. Hallo. So bis um 8 Uhr heute. Also so 2-3 Bilder wird man schaffen. Das sollte aber auch reichen. Geistig bin ich heute auch nicht wirklich zu viel mehr in der Lage. Also wie gesagt, ich zähle runter von 3 auf 0 und dann geht's los. 3, 2, 1, go. Spartaner schreibt A. Ein Standbild. Will die Technik heute verarschen? Ich habe tatsächlich, meine Cam ist aus. Ah. Jetzt. Okay. Nee. Heute spielt die Technik mit mir, also
Und warum mein Mikrofon jedes Mal nach jedem Neustart meint, sich anders einstellen zu müssen, das ist. Ich verstehe es nicht. Es bewegt sich, ja, ich bewege mich. Ich lebe. Leider. Nein, zum Glück. Das ist wieder so ein Bild, da fängt wahrscheinlich alles so wunderschön einfach an und nach 5 Minuten sage ich. Das ist hier eine 3, da kann ich aber noch nicht sagen, wo. Das ist blöd. Die 3 Hammer, die 2 Hammer, dann haben wir hier eine 1 und eine 1. Und eine 2 und wieder eine 3, wo wir nicht sagen können. Der hier kann auf jeden Fall nicht sein. Dann haben wir hier eine 1 und da eine 1, dann hier eine 3 und eine 1. Okay, damit kann ich leben. Hier haben wir eine 3 und noch eine 3. Das muss im Prinzip hier sein. Und noch eine 3 und eine 2. So, hä, das kann die S sein, das kann aber auch die 2 sein. Das ist jetzt unfair. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, kann es nicht. Kann es nicht. Das ist eine 1. Weil das ist eine 2 und hier haben wir eine 6. Aber ich bin, wie du hörst, leicht verschnupft. Kai allein ist auch leicht verschnupft. Ja. Nee. Nicht. Doch. Doch. Ich hab doch gesagt, ja. Aber morgen ist ein kurzer Arbeitstag für mich, weil wir Weihnachtsfeier haben im Geschäft. Von daher ist eigentlich alles gut. Morgen einfach ein bisschen ausschlafen. Na, was heißt ausschlafen? Ja, ausschlafen vor der Arbeit. Und wenn dann nicht alles komplett schief läuft, wird es dann. Ach, Scheiße. Ah, ne, passt. So. So, jetzt alle. Wird es dann abends oder gegen Abend wieder mit Assistance Abend werden? Ein Assassin's Creed Stream geben und dann eventuell sogar schon bis zum Finale des ersten Teiles. Weil weit weg sind wir ja nicht mehr, wenn die Anzeigen, die da zu sehen waren, stimmen und nicht noch irgendwelche Überraschungen passieren. Beziehungsweise, zumindest was die Storyline angeht, dann geht ja das Gesuche nach den 3000 Flacken noch los. Hast du eigentlich alle gefunden, Kaya? Ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch nicht großartig weitergespielt. Okay. Dönerstag, bring Spiel mal wieder einen mit. Das ist eine 1, das ist eine 2. Also bis hierhin ging es gut und jetzt haben wir lauter so Einsen und Zweien und. Moment mal. 1 und 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lauter Einsen, das ist schön. Abend Azur, wie geht es dir? 3, 4, das ist eine 1. Dann muss das hier die 2 sein. Flop.
Machen wir hier eine 2, eine 1, eine 2, eine 2, eine 2. Passt auch nach oben hin. Wunderbar. Balip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 1, 1, 2. Schön. Nutzlos. Mist. Halt, hier ist eine 3. Damit wäre die Reihe auch schon wieder komplett. Ja, wenn ich baue, ist die dämlichen IDs um. Da kann nichts mehr sein. Das muss die 2 sein, damit ist die Reihe auch fertig. Ja, jetzt erstmal die IDs richten, man. badam, badam. 1, 2, 3, nein, Moment. Vier und 1 kann ich nicht reinquetschen, kann ich nicht reinquetschen. Hier haben wir gesagt, die 4 muss da vorne sein. 3 und 4. 1, 2, 3, 4. Naja, besser als nichts. Besser als nichts. Hier die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sagen wir, hier ist die 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, noch ein paar Einsen. Shizuka ist schon wieder fertig. Eieieiei. Wie hier oben den Teil, wie kann man da durch? Irgendwann musst du das mir beibringen, Shizuka. Im Prinzip, wenn wir alles durchgespielt haben, musst du mir das einfach mal beibringen. Unfassbar. Balam, balam. 4, 1, 2, 3, nein, das bringt mir gar nichts. Oh, die Wetten. Habe ich die Wetten echt vergessen? Mist. War absolut keine Absicht. Oder so. Betting. Nicht Update, Backup. Nein, ich möchte auch da laden. Laden. Wo sind sie denn? Wo? Ich habe die doch gespeichert. Jetzt ist die wieder. Dass die Wetten auch einen Sinn haben. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich richtig schreibe, sonst kriege ich wirklich Schläge. Aufhören zu dampfen? Wie Currency tut nicht. Currency ist aber eingestellt.
Ich sehe auch hier schön brav, wie ihr sammelt. Solle. Ich schaue mir selbst seit 15 Stunden zu. Das hört sich irgendwie falsch an. Wenn hier eine 2, dann heißt hier darf nichts mehr sein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, die 3 muss hier, falsch rum, die 3 muss hier sein. Das ist eine 1, das ist eine 1, 1, 2, 3. Schieße noch nicht, danke, aber noch nicht helfen, weil noch ist Kaya noch im Rennen. Oder bist du schon fertig, Kaya? Nee. Trotzdem danke. Ich habe es auch nur die erste irgendwie irgendwas Zeile und dann habe ich aufgehört zu lesen. Von daher bin ich da sowieso schneeblind gerade noch. Aber das kann ja bloß noch blub blub. Das hier ist auch eine 1. Das muss auch eine 1 sein. Macht der Gewohnheit, ja. Kein Problem. Vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Das muss dann hier die 1 sein. Und hier muss es die 3 sein. Von der Seite passt, von da passt nicht, von daher so rum. Dann hätten wir hier eine 1. Schön. Aber wie gesagt, Schießer, wenn wir irgendwann mal das Spiel durchgespielt haben, musst du mir mal deinen Lösungsalgorithmus erklären, weil ich es einfach nicht sehe, wie man das schneller lösen kann. Entschuldigung. Habt ihr denn schon alles vor Weihnachten eingekauft? Habt ihr schon Plätzchen gebacken? Oder seid ihr noch fleißig dabei? Und Asio, was ich sagen wollte, Ben ist weg, da müssen wir nachher mal gucken. Der kommt nachher vom Döner holen, der, aber ich glaube, der ist schon weg. Hier kann gar nichts mehr sein. Also ist hier eine 3. Die haben wir schon zugemacht. Hier ist noch irgendwo einer. Mist. 1, 2, 3, 4. Dann ist das hier eine 1. Dann können wir hier auch zumachen. Dann ist hier aber auch schon dicht. Jo. Spartissel, ja, nein, doch, da muss trotzdem irgendein Algorithmus dahinter sein, sonst. Asio, bringst du mir dann einen mit? Weil Ben bringt mir nie einen mit. Da warte ich dann jedes Mal drauf. Kaya wartet auch auf den Döner.
Mit? Das sind 4. 1, 2, 3. Mist. Das hier muss eine 2 sein. Blop, 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 blop. Anders geht das nicht. So. Ja, man. Klick, klick. Dann ist hier die 4. Dann haben wir hier 1. Dann haben wir da, da, da. Das wird jetzt auch geschickt. Nee, nicht so auch geschickt. Hä? Ach, scheiße. Ich meine piep, 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 piep. Mhm. Ich habe einen Fehler. Mhm. Hier stimmt was nicht. Weil wenn ich hier eine 2 habe, dann muss hier noch irgendwo Platz für 2 sein. Hier ist nirgends mehr Platz für 2. Piep. Ach, Kacke. Ando, 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 Ando. So. Scheiße. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das richtig ist. Muss ich. Sonst habe ich ein viel größeres Problem. Dann male ich hier eins hin. Das ist soweit auch noch richtig. Dann sage ich, das ist hier. Dann muss da und da. Das heißt, da darf nicht mehr, dann muss es hier sein. Puh, ich glaube, ich habe es gerade nochmal gerettet. Ich weiß, das wird dich jetzt nicht so freuen, Kaierlein. Noch ein Fehler. Ach nö. Das geht sich auch nicht auf. Kommt, das ist ein 20x20 Bild. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ando, 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 Ando. Kann diese 1 hier überhaupt schon sein? Er muss. Nein, kann, muss nicht, aber also der hier ja. Der hier muss nicht sein. Der muss nicht sein. Wenn ich weiter davon ausgehe, dass das, diese Prämisse hier richtig ist. Dass das hier richtig ist und dass das hier richtig ist. Art. Dann haben wir hier, da und da. Dann haben wir da und da und da. Also mache ich, mache ich.
haben wir da. Jetzt passt es wieder. Wird jetzt halt an dieser Stelle wieder ein bisschen kniffliger, da war ich ein bisschen zu voreilig. Jetzt passt es wieder. Kaya, wie schaut's bei dir aus? Ja, wird langsam. Zwei, eins, dann ist das hier die 2. Ach, da ist auch ein 4. Oh yeah. Andu. Nochmal ein Fehl. Ich hab nicht spekuliert, ich hab bloß mich verguckt. Ich hab mich bloß verguckt. Ich hab wirklich noch nicht, Ablasser. Ich hab bei diesem Bild wirklich noch nicht verspekuliert. Nicht spekuliert. So rum. Guck, ist dasselbe. Okay. Mag ich mir. Es kann doch nicht wahr sein. So rum. Ich bin heute wirklich, ich merke schon, also blind bin ich heute wie noch was. Ich habe irgendwo einen riesen Bockmist drin. Irgendwo habe ich einen ganz großen Bockmist drin. Boah! Aber was für ein riesen Bockmist. Bei mir sind jetzt oben alle grau. Und an der Seite habe ich noch 4, die weiß sind. Ach du Schande. Ich hasse, also irgendwie tue ich mich bei solchen großen Dingern immer schwerer, also bei Bildern, wo so viele kleinen, also so viele Einsen dabei sind, tue ich mich irgendwie immer schwerer, als wenn da große Zahlen sind. Das Kreuz hier, haben wir gesagt, ist falsch. Das hier stimmt. Habe ich sonst noch irgendwo so einen Bockmist drin? Ich komme wieder auf, ach du Jemine. Wie weit muss ich denn zurück? Wie weit? Oh, das hier ist auch schon falsch. Ja, ich sehe schon. Ja, Shizuka, ich bin ganz oh yeah. Ich habe es in der Arbeit heute schon gemerkt. Ich habe heute zum Glück bloß Code-Review-Tag gehabt. Das heißt, man liest Code vom Kollegen durch und sagt dann, hey, warum machst du das an der Stelle? Warum machst du das an der Stelle? Und so weiter und so fort. So. Und selbst da sind mir Fehler. Also eigentlich nur beim Durchlesen des Code vom Kollegen sind mir Fehler passiert. Das war heute war Tag zum am besten im Bett liegen bleiben und durchschlafen. So, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das passt.
bei dem hier passt. Dann haben wir hier die 2. Aber ich komme wieder in dasselbe Schema. Ich komme wieder in das klitzegleiche Schema. Ich komme wieder in das gleiche Schema. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Weggelöscht, okay. Ich hoffe mal, ich bin wirklich weit genug zurückgegangen. So. Das passt soweit, dann haben wir hier die 4, das da ist eine 1, Klick. Das hier kann eine 1 sein, kann eine 2 sein, also hier kein Kreuz, definitiv kein Kreuz. Hier Kreuz. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das hier ist eine 3, bringt mir nichts, hier haben wir eine 1. Das hier muss die 1 sein. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir noch eine 2. Das heißt, da kann nichts mehr sein und da kann nichts mehr sein. Das hier ist eine 1. Hier ist eine 2. Bringt nichts. Den hier kann man dicht machen. Dann ist hier aber auch nichts. Und dann haben wir hier die 3. Dann ist hier eine 2. Das da ist eine 1. Und das da ist eine 1. Dann ist das hier auch eine 1. Dann passt das bloß noch so rein. Okay. Dann haben wir hier alles zu. Ja, Kaya wird mich locker überholen. Ich hab's ja nur auch noch nicht so oft gespielt. Bin da also auch noch ein ziemlicher Anfänger. Im Chat wird schon angefeuert. Das hier. Ist schön. Hier ist die 3. 4. Ist zu. Ist zu. Noch passt. Zwei. Eins. Eins zu. Jawohl. Der hier ist auch dicht. Hier ist noch irgendwo eine 1 und da ist noch, ach du Jemine. Hier kann nicht sein, also muss da sein. Dann ist hier dicht. Dann haben wir da. Dann ist da dicht. Dann haben wir da. Dann ist hier dicht. Dann haben wir hier. Oh je, fertig. Moment, ich hab abgelost. Bitte? Ich habe mich genau bei diesem ganzen Einsatzkram total vertüttelt. Ja, ich sag ja, Ich mag es auch viel lieber, wenn dann mehrere am Stück sind, wie so 1 und 2, aber bin jetzt auch 3-4 Mal, habe ich mich da ja auch verrannt. Das Bild heißt, glaube ich, der Schrei, oder? Im Original.
Ja. Von wem ist denn das? Keine Ahnung. Du? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Noch zwei, drei Runden und dann machen wir Feierabend, weil ansonsten würdest du mich überholen. Van Gogh? War das ein Gogh? Munch, heißt der nicht Munch? Gogh? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kenne ich das Bild, juhu. Warum sagt dann keiner, dass ich aussehe wie gerade aufgestanden? Sehr grausam. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Ich mute mich mal kurz. Ach ja, der hieß Mund. Googeln kann ja jeder. Ich nicht, aber fast jeder. Kurz AFK, okay, dann warten wir so lange, bis Shizuka wieder da ist. Beziehungsweise, wie weit bist denn du mit dem Magen? Er hat's abgebrochen. Abgebrochen. Okay. Das nächste Bild heißt Nude Graceful Fleeing from Beast. Nude, nackt. Graceful, was heißt graceful? Gibt es dafür eine einfache Übersetzung? Keine Ahnung. Nude heißt nackt. Fliegen fliegt von Bienen. Also flieht vor Bienen. Aber gracefully, gracefully. Dankbar. Nee. Das kann es ja auch nicht sein. Ich kann ja schon mal die Wette anschmeißen. Kaya, du wirst mir die Formulierung verzeihen, aber sie passt ja so ein bisschen. Wieder da. Wibi! Diesmal auch im TS. Hallo, wunderschöne Stimme. Hörnchen, lass es. Okay. Ich starte schon mal die Wette. Kaya, wie gesagt, du wirst mir es verzeihen, aber wir haben ja gemerkt, dass Shizu da ein bisschen Kann ich mit leben. voraus ist. Deswegen der Wett ein die Wetten dementsprechend. Und was ist mit 1,5 Minuten? Oh. Stop, Reset. Abgebrochen. Na doch, gibt's doch. Null. Nee. Shizu ist eine Minute vorher fertig. Ja, und wenn ich 3 Minuten vorher fertig bin? Oh. Scheiße. Scheiße. Einmal Bild Profis, ich weiß. Das hatte ich aber falsch. Wissen wir. Ansonsten hätte ich es gesagt. Sadle. Wetten können abgegeben werden. Ich zeige euch noch kurz, wie das Bild ausschaut. 30x30. Moment, In Master. wie schnell war ich vorher fertig? Ja, das. Keine Ahnung. Ich glaube, so. Moment. 2 Sekunden, also höchstens vielleicht 5. Moment. 43. Okay.
Also hier könnt ihr schon mal so ungefähr einschätzen. Ah, danke, Azur. Nackt und anmutig vor Bienen fliehen. Wie kann man nackt und anmutig durch vor Bienen? Na gut, mit einer gewissen Grazie durch die Wiese tollen und nicht gegen Bäume rennen oder sowas in Richtung. Spartissel, Wetteinsatz Nummer 4. Shisu ist 1 bis 5 Minuten vorher fertig. Ich muss echt noch einen Spartissel-Fail einführen oder sowas. Wetteinsatzbelohnung sind 10%. Zum Glück spielen wir nicht um Echtgeld, weil ansonsten müssten wir wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich Wettbetrug, weil ich könnte vollkommen beeinflussen. Inwiefern? Naja, wenn ich zum Beispiel sehe, ihr setzt alle auf 5 bis 10 Minuten, könnte ich die Zeit rauszögern auf 10 bis 20 Minuten. Das wäre ja manipulierbar. Ich bin mal risky. Ja, Spartissel auch. Spartissel traut mir heute viel zu, obwohl ich gezeigt habe, dass ich geistig nicht ganz so. Ich setz nicht ganz so hoch. Aber ich setz auch früher. Hey bitte, ich war um 18.42 Uhr war ich fertig. Und ich habe bis um 9. Ich hab im Chat die Uhrzeiten an. Ah. Und du warst irgendwann so gegen 19 Uhr fertig. Ja, 20 Minuten. 19.06 Uhr warst du fertig. Sowas in der Art, ja. 19.05 habe ich nämlich noch Kaya angefeuert. Genau deshalb habe ich die Uhrzeiten im Chat an. Ich habe die auch mal angehabt, aber nach dem Neuinstallieren irgendwo fehlt die Option bei mir. Ich finde sie nicht. Die gibt's plötzlich nicht mehr bei mir nach dem Update. So. Das sind Better Twitch Sachen. Oder? Also, nee, das ist eigentlich war das mal Standard. Doch, da Zeitstempel. Ach, man sollte halt dran denken, dass es mittlerweile Deutsch ist. Jetzt habe ich auch eine Uhr. Allerdings steht bei mir 7.13 Uhr, nicht 19 Uhr. Naja. Ja, das steht bei mir auch, aber. Haben sie das Umrechnen vergessen in die jeweilige Zeit? Eieiei. Die brauchen mal ein paar Webprogrammierer, ein paar Gescheite. Vielleicht bewerbe ich mich dann nochmal, wenn ich keinen Bock mehr habe auf meine Arbeit. Gut, seid ihr soweit? Mehr oder minder. Ich zähle wieder runter und dann geht's los. 3, 2, 1, go! Der Bot müsste eigentlich Timer. Ich habe 20 Minuten eingestellt. Also in 6 Minuten sollte er mit dem Ding aufhören. Müsste die Wette schließen. Ach, so ein Bild. Boah, 23. Das Bild gefällt mir jetzt schon nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Immer da, wo die größten Zahlen sind und dann halt markieren die Felder, wo du denkst, da muss dann. Das kann schon gar nicht sein. Halt das Kreuz muss halt. Boah. 11, 10. 10 wäre hier. Und 10 und da. Oder? Schön, wenn du schon vorher Komplikationen hast. Ja, das ist, sag ja, heute ist schlimmer als sonst. So.
Badam. 1, 3, 16 ist da. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eins ist da, 15 ist hier und 3, 10, 11, 12, 13, 21. 15. Bett übersehen. 21, oh da, eine 21, danke. Ja, das hab ich auch schon gesehen gehabt. Ja. Wow. 2, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Zehn. 10. Und da kann dann nichts mehr sein. Das wäre hier. 15. Dann kann ich eigentlich die hier schon verbinden. 15. Hier kann ich eigentlich auch schon verbinden. Da kann ich die verbinden. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das passt. Das passt. Hier kann man 6. Halt. Jetzt habe ich wieder vergessen, ein Kreuzchen wegzumachen. Und jetzt fast wieder spekuliert dadurch. Ungewollterweise. Ja. Das Kreuz ist aber keine Spekulation, genauso wenig wie das da, weil die 5 muss bis hier, beziehungsweise 6 bis da reichen. Genauso die 4 muss das hier sein. Also sind hier zwei Kreuzchen, da sind zwei Kreuzchen. 3 und 6 kann sein. 4 haben wir wieder das gleiche. Das hier muss in der 4 sein. Also 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von da muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So rum. 19, 19 passt von da aus. Nein, 19 wäre da. Sag doch, ich bin heute blind. Also blinder als sonst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. So. Wenn wir sagen, hier ist die 7 und hier ist die 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ach nö, ich häng grad wieder. Wie hängst? Guck das Teil an und sehe einfach nichts. Ja, so hängig. So geht's mir heute auch schon ein paar Mal jetzt. Moment. Das kann ich zumachen. Weil 16 wäre ja da. 9 wäre hier, also so. 8 wäre da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich hier schon mal Kreuzchen machen? 4 und unten 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 wäre hier. Ja, genau dieses eine. Sehr toll.
Mist. Oh, da hinten sind wieder so viele Einsen. Ich hasse das Bild jetzt schon. Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kreuzchen. Dann kann hier auch nichts mehr sein. Das heißt, das hier muss die 4 sein. Dann haben wir hier auch noch ein Kreuzchen. Da kann auch nicht sein. Also muss das hier die 3 sein. Kreuzchen. Die 4 kann hier auch nicht sein. Also blub, blub. Dasselbe Spielchen können wir hier mit der 7 machen. Die kann hier nicht sein. Also hinten jeweils eins rauf. Klick, 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 klick. So. Das hier wäre Spekulation. Das hier muss die 7 sein. Blub. Dann ist hier dicht und da dicht. Dann ist das hier die 12. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mist. Das hier muss schon die 3 sein. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann, nee, dann muss das hier die 3 sein. Das heißt, hier hinten ist alles dicht. Okay. Wir haben schon mal ein bisschen Farbe auf dem Bild. Ich sehe aber immer noch keine nackte Frau. 5, 6, 6, 6. 1 und 5. Mist. 2 und 5, 6, 11. Hier können wir noch was machen. 3 und 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, nein, kann man nicht. Mist. Und 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch nicht. Das Bild gibt wirklich nur, das ist schon mal, also dafür, dass es bloß ein Anfangsbild ist, ist es schon mal recht anspruchsvoll. Wahrscheinlich irgendwo wieder ein Punkt. Wenn du das Ding gelöst hast, dann löst sich der Rest auf, wie wenn du Dings eine Naht auflöscht und dran ziehst. Oh, kann sein. Pusch aber nicht. Hier ist... Wir auch nicht. Bisher besteht mein Bild aus 2 Balken. Okay. Ausschlussverfahren nicht vergessen. Naja. Zwölf zu... Das hier muss das hier muss eigentlich die 6 sein, die andere 6 sein. Ja, meh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kann ich hier noch einen Haufen Balken ziehen, die mir alle nichts bringen. Mist. Balken, die dir nichts bringen? Ja, also so auskreuzen, wo ich es einfach ausschließen kann, da kann eigentlich nichts mehr sein, aber. Weil hinten nur Einsen sind, kann ich da so viele Kreuzchen machen, wie ich will. Kriegt ja alles nichts. Ja. Ja, musst halt vorn weitermachen und die Einsen dann für den Schluss lassen. So funktioniert das Spiel nämlich. Ob das glaubst oder nicht. Ah, okay. Der erste Pro-Tipp. 11. Jep, 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 jep. Die 9 muss jetzt hier unten sein. Das hilft mir. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 kann nur hier sein, also. Das heißt, hier ist die 2. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Hey! 10 ist da, blub, blub. Das heißt, hier kann auch schon mal nicht sein, oder? Nein. Das heißt, hier kann nichts sein. Dann haben wir 5, 6, 6. Wenn mampft uns was vor. Wenn ist gemein zu uns. Ja, echt. Mobbing vom Übelsten. Echt. Das hier muss die 1 sein, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, das muss die 1 sein. Und hier haben wir die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 2 haben wir. Das hier kann nicht mehr sein. Dann haben wir hier die 2. Und hier haben wir die 11. 1, 2, 3, 4, 11. Das kann nicht mehr sein. Dann haben wir hier die 10 nach unten und die 11 nach oben. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Dann haben wir hier die 12. Hier die 15. Sölle. Wenn, ich glaube, Azure braucht in Anführungszeichen nur den Link zum neuen Paket. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Weil er meinte auch, dass er kurz weg ist, was zu holen, aber dann, nee, er hat vorhin was geschrieben, er müsste eigentlich noch da sein. Wieso ist die Musik gerade plötzlich so extrem leise geworden? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, das passt noch. Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zwölf. Hier mal 3, das heißt, hier haben wir was und hier haben wir was und hier haben wir was und hier haben wir 4 und hier haben wir 4. Hier ist eine 3, heißt, da kann nicht mehr sein, heißt, da muss sein. So, Klick, Klick, Klick. Mit 3. Heißt, hier überall ist nichts mehr. Dafür ist da und da. Dann haben wir hier dicht. 23. 1, 2, 3. Da sind wir schon weiter. Moment mal. 1. Moment. Das hier sind 20. 3. Da kann nichts sein. Dann ist hier auch nichts mehr. Doch nicht. Was? 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 Hab ich getäuscht. Ich dachte, ich hätte einen Murks drin. Habe ich aber nicht. Ah. Ich hatte jetzt eher schon befürchtet, dass du schreist fertig. Nee. Dann wäre ich aus der Latsche gekippt. Nee, ganz so weit ist noch nicht. Noch nicht, aber kurz davor. Ja, ja. Das haben wir. kennen wir doch. Das Problem ist, ich habe den Druck, ich muss
bis 10 Minuten vor dir fertig sein. Ja, so kann man sich künstlich auch Druck bauen. Ja, du machst mir ja nicht genug Druck. Dass ich mir das eben anders mache. Sag da jetzt nichts dazu. Ich blicke nur komisch in die Kamera. Dann 9, nein, 16, 15, 12. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann ist hier schon mal wieder dicht. Und hier sind irgendwo 7. Das ist sehr hilfreich nicht. Hier können keine 12 sein. Dann ist die 11 da. Die 23 ist hier. Und die 21 ist da. 5 und 11. Halt, eins zu viel. So. Die 9 kann nicht mehr sein. Dann können die hier nicht mehr sein. Und oh, die habe ich ja ganz vergessen, die sind ja dicht. Das sind 4, das sind 4, das passt noch alles. Das sind 4. So. Ich sehe immer noch keine Nackte. Frechheit. Immer diese falschen Versprechungen hier. 12. Das hier ist nur 1. Kaya ist noch hochkonzentriert, sicherlich. Total, ich habe nur das Gefühl, mein Turm ist nicht ganz anwesend. Ja, meins gerade auch nicht. Auch wenn man mir das vielleicht so nicht glauben mag. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich raff gar nichts bei diesem Bild gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Ich sehe sogar eine Chance, heute mal zu gewinnen. Um den Druck mal zurückzugeben. Hörnchen. Du weißt, dass ich bei dir mitgucken kann. Ja. Und dass ich dementsprechend weiß, wie weit du hinten bist. Ja. Nur so als kleiner Tipp. Nicht mal psychologische Kriegsführung funktioniert, das ist ja grausam. Ja. Das geht nicht mehr. Ich bin heute zwar anfällig für psychologische Kriegsführung, aber so anfällig dann doch wieder nicht. Mist. Da arbeitet man mit allen Mitteln und es ist doch wieder nichts. Irgendwo, oh, da. 10. Dann kommt da ein Haken hin, dann kommt hier ein Haken hin. Dann haben wir hier blub, 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 blub. Dann ist das hier fertig, dann haben wir hier, hier. Da. So. Die Reihe haben wir noch nicht fertig. Mist.
Wobei, doch, dann kann man sagen, hier kann nicht, dann muss da sein. Okay, dann haben wir die Reihe fertig. Die Reihe ist fertig. Und die Reihe ist fertig. Okay. 8, 5. Spekulation. Nein, 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 spekuliert wird nicht. Ach nee. Würd was ich nie, du nicht sagst. Würde ich nie tun. Das ist alles mathematisch nachvollziehbar, was ich hier mache. Ich habe den Mathematiker noch nicht gefunden, der so durchgeknallt ist, aber es ist mathematisch nachvollziehbar. Mhm. 2, 2. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Da kann da nichts sein, da kann auch nichts sein. Hier haben wir immer noch die 4, da kann auch nichts mehr sein, dann haben wir hier die 6. Ups, 1 zu 4. Blopp. Dann ist hier eine 6. Ich sehe auch noch keine Bienen. Du weißt, nur, dass Bienen klein sind? Männchen? Ja gut, es kommt immer auf die Perspektive auf an, wie nah man ranzoomt und ob sie einen ins Auge sticht oder so. Wenn sie dir ins Auge sticht, dann ist sie ganz groß. Also für den Moment, bis du dann nichts mehr siehst. Spartissel, das sind keine Witze. Das ist ja das Problem. 3, 1, 2. Damn it. Hab doch Mist gebaut. Oh fuck, nein. Wo habe ich hier Mist gebaut? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 1 haben wir schon mal. Hier geht es immer noch eine 4, das heißt hier unten ist nichts. Das kann ja auch nicht mehr sein, das kann auch nicht mehr sein. Ich habe eine ganz miese Befürchtung. Hast du einen ganz großen Bock Mist gebaut? Ich glaube, ich befürchte, ich vermute, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Und in letzter Zeit hat ein mieses Gefühl meist recht behalten. Neun da oben. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Ich bedimme viel. Bitte. Das. Jetzt habe ich gerade wieder einen Hänger. Lass mich raten, du hast dich hinten bei den Einsen verkuddelt. Ganz so weit bin ich noch nicht. Weil vor denen kraut es mir jetzt schon. So ein bisschen, ja.
Einen wunderschönen guten Abend, Lieutenant Strippe. Wie geht's dir? Hey, Strippe! Gut durch die Woche gekommen bisher. 8. 3. Halt, nein. Das ist eine 6. So. World of Warplanes. Ich hab's so bei Pingu angeschaut. Es, vom Grafikstil her ist es halt schon so fast Comic-Style. Und es ist mir zu arg Arcade. Es ist mir zu arg Arcade. Das hat ja nichts mit. Und selbst da haben sie ja noch die Modelle. Also. Wenn er da erklärt, für welches Flugzeug für was eingesetzt wird, mag das für das Spiel richtig sein. Aber in echt sind die Maschinen ja komplett anders gewesen von dem, was sie eingesetzt worden sind. Das ist. Ich hab's mir überlegt, aber nee. Ich glaube, ich würde mir da so einen falschen Kampfstil aneignen für War Thunder. Aber wie gefällt dir das Spiel? Weil es ja ein Spiel ist, ein Spiel ist ein Spiel, ist Geschmackssache. Macht's dir denn Spaß? Haben wir hier eine 6? Wir haben eine 4. Dann kann da nichts mehr sein. Wenn das da nicht mehr, dann haben wir hier. Hier haben wir die 7. Hier kann keine 4 sein. Da haben wir 3 und eine 2. Dann haben wir hier eine 3. Dann ist da nichts mehr, dann ist da. Kann ich? Merkt euch die Zeit. 1943. Wie hast du jetzt den Knoten so schnell gelöst? Ich hab gedacht, ich hätte jetzt hier gemütlich Zeit, mich ein bisschen zu unterhalten. Gehirnjogging. Einfach regelmäßiges Gehirnjogging. Erstmal Belohnungsschoki auspacken. Oder Frustschoki. Tschüss. Seht's, wie ihr es wollt. 15. Dann ist hier nicht, dann haben wir da. Hier ist eine 3. Hä? Wieso geht das nicht auf? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Wenn du doof bist? Das sowieso. Ach, scheiße. Für das Spiel. Meistens ja. Scheiße. Ich hab Bock, Mist. Fuck. Ich hab mich mal wieder um 1 verklickt. Yippie. Hier kann ich trotzdem sagen 3, 3. 2. Klick, klick. Dann haben wir hier die 4, dann ist die Reihe fertig. Das kann eine 1 sein, das kann eine 2 sein. Das hier ist eine 2. Ne, hier ist ja auch schon. Och, scheiße. Oh, ne. Oh, ne. Die Reihe kann ja auch schon nicht mehr sein. Oh, Kacke. Weil das hier unten muss eine 2 sein. Dann kann hier nicht mehr die 1 sein. Dann muss hier oben, dann haben wir da nicht. So.
Jetzt passt es aber wieder hoffentlich. Wenn einfach nur fail. Arcade gefällt dir besser bei dem Spiel. Ich mag das Arcade von War Thunder ja auch nicht. So besonders. Es ist gut, um mal eine Maschine kennenzulernen, um reinzukommen, aber mehr auch nicht. Und zu leveln. Die 3 bleibt. Die 3 auch. Dann und während den Umständen entsprechen. Das kann immer noch eine 2 sein. Genauso das hier. Badam. Wobei eigentlich. Nein, das wäre Spekulatius. Lecker. Das hier ist eine 2. So. Dann kann ich. Ich hab grad meine Schoki. Da brauche ich keine Spekulatius. Im Geschäft habe ich im Automaten eine neue Rittersport-Variante gesehen mit Spekulatius-Keksen. Die wollte ich mal ausprobieren. Na dann. 15. So. Dann ist da nicht mehr. Das ist zu, dann ist die 3 da, dann haben wir hier auch dicht. Das hier ist auch schon dicht, dann kann hier nicht mehr sein. Muss hier sein, dann ist da dicht. Ja, jetzt geht es sich wieder auf. Geht hier langsam. Da hinten ist dicht, da ist auch dicht. Innerhalb der nächsten 5 Minuten solltest du fertig werden, Hörnchen. Ich beeil mich ja. Mach nicht noch mehr Druck. Wollt's nur gesagt haben. Da kann nicht mehr sein, da auch nicht. Dann haben wir hier eine 3. Dann haben wir hier eine 3, dann ist die Reihe auch dicht. Kaya schläft schon nebenbei ein. Ich bin einfach zu verplant heute. Ist es auch nicht, Van. Aber ist so. Da nicht zu. Wie heißt es so schön auf Regenbock auf Sonnenschein? Jo. Da also nicht. Also muss. Regenzeit muss man halt irgendwie überstehen. Die Reihe ist auch dicht. Hier haben wir 2, dann ist die Reihe auch dicht. So. Die Reihe ist auch voll. Hier kann auch nichts sein. Dann muss das und das die 2 sein, dann ist das 1. Hi, so. Maus! Spaß beim Lurken. Hallo Rhea! Fühl dich ganz doll geknuddelt. Einfach weil. Weil du es kannst. 3 und 4. Da ist nicht, da kann, da ist definitiv nicht, da kann nicht. Da kann auch nicht und hier kann auch nicht. So. Hier haben wir die 5, hier haben wir 2. Damit wäre hier drüben alles dicht. Jawohl. Hier haben wir eine 4. Aha, halt. Ando. Das war gerade ein Tick zu viel. Jetzt. So. Da nicht mehr. So. Das heißt, die 12 ist da oben, dann hätten wir das auch fertig. Okay, es wird langsam. Ich.
Leutnant Schribbel, hat der Code eigentlich, wo der nette, liebe Mensch vom letzten Mal da im Stream verteilt hat, sind die haben die funktioniert? Hier haben wir dicht. 2 1 Keine Ahnung. 1 1 1 1 ja, muss eine 1 sein, überall passt. Drei und drei. Hier kann man sagen, ist eine 1, ist eine 1, ist eine 1, kann keine 1, keine 2 sein, das hier kann eine 2 sein. Hier kann man sagen, ist dicht. Die Codes haben funktioniert, wunderbar, wunderbar. Immer noch sehr überrascht gewesen von den netten Herren. Für die, wo es nicht mitbekommen haben, im letzten World Thunder Stream kam plötzlich ein netter Mensch vorbei und hat Keys verteilt. Nice. Das einzige, was mir dann noch peinlich war, war einfach die Tatsache, dass ich immer noch den scheiß Viewbot hatte und ich nicht weiß, ob der nach Zuschauerzahl geguckt hat oder sowas. Aber der Viewbot ist ja jetzt zum Glück endlich Geschichte. Dann werde ich die Codes auch mal einlösen. Sag nicht zu laut, Hörnchen. Ja, ich weiß, ich klopfe auch drei. Ich klopf dreimal auf Holz. Mit beiden Händen. Und die Reihe auch fertig. Scheiße. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann ist die Reihe fertig. Hier habe ich eine 2. Okay, dann ist die Reihe fertig. Dann kann hier nicht mehr sein. Dann muss da sein. Dann ist da und da. Dann ist das hier auch eine 1. Und die muss dann eigentlich hier sein. Dann haben wir hier fertig. Scheiße. Fertig! Das waren jetzt genau 10 Minuten. Waren das exakt 10 Minuten? Ja. Es heißt, gilt da jetzt 5 bis 10 Minuten oder 10 bis 20 Minuten? 5 bis 10, das hätte ich vielleicht anders formuliert. Dann muss ich beim nächsten Mal anders formulieren, aber ja. 5 bis 10. Oder? Oder beides. Kann ich leider nicht auswählen. Aha. Was ist denn das für ein doofer Bot? Ja, ich sage, mit dem Wettsystem bin ich noch nicht einverstanden, weil der ja auch nicht. Beim richtigen Wettsystem hätte ich eigentlich schon gerne, dass der anhand der, wie viele Leute auf etwas wetten, auf die Prozentzahl nachzieht. Weil bei echten Wettsystemen ist es ja so, desto mehr Leute auf etwas wetten, desto schlechter wird die Quote. Während ich hier einfach nur sagen kann, Payout 10%. Punkt. Finde ich schade. Ich habe es bei anderen, bei Autorennenspielen habe ich schon gesehen, da gibt es bessere Bots, aber die sind dann so speziell auf dieses eine Spiel fixiert, weil die sich dann über API auch die Ergebnisse holen. Die funktionieren ja leider nicht. Pickwinner. Ja, schon klar. Yep. Reset. Und das soll eine Nackte sein oder Nackter. Also die Bienen erkenne ich. Das ist das Einzige, was man da erkennt. Ja. Ja. Dachte ich mir auch so. Wie schaut's aus, die beiden Damen? Sollen wir noch eine machen oder sollen wir Feierabend machen? Also ich bin raus. Du bist raus, du machst jetzt gleich Essen für Männer. Genau. Dann sag ihm schöne Grüße. Danke fürs Mitspielen und beim nächsten Mal darfst du auch gern wieder mitmachen. Ich sollte vielleicht vorher mal üben. Ja, bisschen. Dann danke nochmal, Kaya. Danke, bitte, Kaya. Bitte. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Euch auch.
Und Shizuka, willst du noch eins oder Feierabend für heute? Ja, das können wir noch eins machen. Dann machen wir noch ein Bild und dann ist aber Schluss für heute. Ich muss dann auch mal das Ergebnis anpassen. Du hast jetzt 2 gewonnen, gell? Also sind wir bei 29-0. So. Kurz nochmal, also ich werde die Wetten gleich wieder starten. Die Wetten zählen so, dass die, die höchste Zahl zählt immer zum unteren Ergebnis. Also bei 5 bis 10 Minuten, wenn 10 Minuten sind, dann zählt es zu 5 bis 10 und nicht von 10 bis 20. Dann stell das um. Ja, dann muss ich die Texte nochmal alle schreiben. Ich kann hier leider nicht edit, ich kann bloß remove machen. Wow, okay. Und gute Besserung, Kaya. Ja, es geht gerade um. Mein Chef ist ja am Mittwoch etwas umgekippt im Geschäft. Ich habe ja immer noch die Tabletten, die ich schlucke. Es geht gerade immer noch rum. Es ist einfach. So. Dass ihr das Bild mal seht, dass ihr auch wisst, auf was ihr euch einlasst, seht ihr es hier schon mal. Ach du Scheiße. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Der Bot läuft jetzt 20 Minuten. Also habt ihr jetzt 20 Minuten Zeit, den Wetteinsatz zu machen. Machen wir wieder 50. Auf wie viele Minuten setze ich denn? Ja, das Problem habe ich in der Arbeit auch, Kai, allein, dass die alle ins Geschäft kommen mit der Schniefnase. Die Begründung ist da allerdings, wenn ich daheim bin, habe ich sowieso nicht meine Ruhe, weil entweder gibt mir die Frau eine Liste von Sachen, die ich so tun muss, weil ich ja eh daheim bin und ich soll mich nicht so anstellen. Und oder die Kinder sind da und deswegen gehen die Männer lieber arbeiten. Da denke ich mir immer, toll, und dann steckt er mich an. Hat der Bot jetzt die Wette angenommen? Ja, hat er. Ja. Rea, vertraut ihr blind? Alles oder gar nichts, genau. All in, all in, all in, all in. Ja, was können wir starten? Ja, machen wir gleich. Beim nächsten War Thunder Stream, Schribbe und Spartissel, können wir mal eine Runde Arcade zusammenfliegen. Die Spiele mag er gerade nicht, glaube ich. Eine Sekunde. Die Minigames sind eigentlich alle an, aber er frisst sie nicht. Challenge. Man, Challenge. Mal gucken, ob er das annimmt. Nein, nein, ich hab's nicht butt gemacht, sondern. Oh. Spartissel ist mutig. Spartissel ist extrem mutig. Oh, muss ich mich ja anstrengen. Gut, dann zähle ich wieder runter und dann geht's los. 3, 2, 1, go! Scheiße. 18 wären 15, 16. Mann, haben wir an der gleichen Stelle begonnen, oder wie? Wahrscheinlich. Die größte Zahl suchen und dann mal zählen.
1, 2, 15, ja. Ben war zu langsam, hat die Herausforderung nicht angenommen. Guten Abend, Wollmops. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Gut durch die Woche gekommen? 1, 2, 3. Ich sehe noch. Ich habe noch die Chancen, das 30-0 zu verhindern und auf 29-29 auszugleichen. In den nächsten 30 Jahren. 11, 12, 13, 14, 15. Hallchen, du weißt schon, dass wir nicht mehr so viele Bilder haben. Glaube ich. Dann fangen wir von vorne an. dachte, wir wollten uns ein anderes Spiel suchen. Ja, da findet man dann was. Nein, ich habe nichts gesagt, Leute. 17, 18, 19. Da fahren wir dann Rallye gegeneinander. Du musst dann aber mit Tastatur fahren. Ansonsten wäre es unfair. Oh komm. Ich muss ja auch mit Tastatur fahren dann. Spartissel, ich glaube, das ist der Cooldown. Da ist ein Cooldown drin auf dem Befehl. Auch wenn er nicht angenommen wird, wird das Spiel, glaube ich, gecooldownt. Die 2 muss da oben sein. Ich weiß gerade nicht mehr, was. What that? Hä? 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 Ich sehe mal wieder nix. Ah. Mal wieder blind. Das sagst du jedes Mal und 5 Sekunden später fertig. Nicht 5 Sekunden. Okay, 10. 5 Minuten. Ihr habt's gehört, Shizuka ist in 5 Minuten fertig. Wetten werden angenommen, nein. Nein, diesmal nicht. Das habe ich mir damit wieder eingebracht. Ja, das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 6, 6. Nein, nein, nein. Ja, das Wochenende ist bald. Morgen übrigens wieder, wie gesagt, das Finale von Assassin's Creed. Assassin's Creed, was ist daran so schwer auszusprechen? Junge, die schwäbische Zunge will da Assassin's Creed draus machen. und da muss ich immer gegenlenken. Zumindest was die Story angeht, da wir ja aber beschlossen haben, einstimmig, ich hatte keine Stimme, dass wir ein 100% dran machen, geht dann das Gesalze und Gesuche nach den Fahnen los. Ich würde dir empfehlen, beim nächsten Teil, wenn du einen 100% Run machst, zwischendurch immer mal wieder zwischen den Story-Quests die Teile zu suchen. Ja, ich habe... Weil am Ende wird's T. Ja, beim letzten Stream habe ich den Fehler gemacht, nicht immer wieder zu den Orten zu reisen, also durch die Mittelwelt zu reiten, sondern direkt zu teleportieren, was ja im Prinzip dazu führt, dass du viel der Welt nicht siehst und dann
wahrscheinlich das ein oder andere übersiehst. Das werde ich morgen anders machen. Ich werde dann sicher nicht den Rest finden, aber ja, das habe ich mir auch gedacht, dass ich das falsch gemacht habe. Ja, es ist. Ich habe jetzt nämlich Assassin's Creed 2 habe ich jetzt 3 Wochen zur Seite gelegt, weil ich einfach keinen Bock habe, die letzte Feder zu suchen. Und ja, die allerletzte Feder. Das ist, nee, wie gesagt, da werde ich mir dann aber wirklich einfach erlauben zu sagen, ich hole mir die Lösungsdinger. Ja, das habe ich auch gemacht, aber ich bin das Lösungsding abgeritten und irgendwo habe ich die eine anscheinend übersehen und muss jetzt das ganze Teil nochmal ab. Ja. Das ist natürlich eklig. Das ist verdammt eklig. Das macht natürlich nein. Eine einzige Feder von 100. Und die ist dann wahrscheinlich noch irgendwo verbuggt durchgeglitscht. Das glaube ich nicht. Das ist. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Wochen zur Seite gelegt, weil ich einfach null Bock habe drauf. Kann ich mir vorstellen. Die ganzen Maps nochmal abzureiten. Die einzelnen Städte und so. Kann ich mir vorstellen. Der nächste Teil in der Chronologie ist schon Assassin's Creed 2, oder? Ja. Gekauft ist er schon, gab es im Sale, habe ich schon zugeschlagen. Dann passt es. Ja, die gab es jetzt im Sale wegen, weil der neue Teil rauskam. Ja. Gab es jetzt die alten alle im Sale, ja. Und am Black Friday. Ja. Gab es da auch nochmal. Ich habe noch nicht alle gekauft, aber. Ich habe auch nicht alle. Also ich habe mir. Weiß generell nicht, ob ich alle zocken will. Also wo ich jetzt schon sagen werde, wo ich definitiv nicht durchsetzen werde, sind die zweidimensionalen. Okay. Ja, nee, ich habe mir erstmal nur 2 Brotherhood Revelations und 4 geholt. Passt, ich komme da immer noch durcheinander mit dem... Weil die einen haben Zahlen und die anderen haben dann so Brotherhood. Sind das einfach nur Side-Stories? Ist es da egal, ob man Brotherhood, die... Brotherhood und Revelation sind 2 Spiele als Nachfolger zum zweiten Teil. Also die spielen im Prinzip mit demselben Charakter, nur zu einer späteren Zeit. Okay. Also die spielen auch mit Ezio Auditore. Okay, also da dann sozusagen die als nächstes nehmen nach dem... Ja. Okay. Zuerst Brotherhood, dann Revelations. Oder? Ja. Aber wie gesagt, die 2D-Dinger, ich hab's bei Mr. Buttons, hab ich's gesehen. Die sahen zwar auch witzig aus, aber zur Jump-in-One halber ist... Ja, 2D weiß ich auch nicht, ob ich die spielen wollen würde. Ja. Da muss ich mal gucken. Wenn die wirklich verdammt günstig sind, wenn es bloß so 5 Euro oder 10 Euro sind, dann werde ich da vielleicht doch zuschlagen und mit mal angucken. Aber ob ich es euch im Stream antue, müssen wir mal gucken. Was ich jetzt auch enttäuscht bin, leider, das ist die 1, Moment mal, wo ich sehr enttäuscht bin, ich habe mich ja so drauf gefreut, ist, Bethesda hat ja angekündigt, dass er einige Spiele auf VR rausbringt. Und das erste, was jetzt rauskam, ist das Doom. Sie haben mal komplett die Steuerung anders gemacht. Also ich werde es mir, das kostet auch bloß 23 Euro. Ich werde es mir mal kaufen und gucken, wie ich mit der Steuerung zurechtkomme. Aber so das, was ich gesehen habe, Challenge Hörner Eis muss ich angeben. Ja, du hast ja diese 2 Handteile. Also ich zeig's mal schon im Stream. Diese 2 Handbedien-Dinger hier. Für die linke und rechte Hand. Und anstatt sozusagen mit der einen Hand zu schießen und mit der anderen am WASD, haben sie irgendwie, und auch nicht, da ist auch noch so ein Gamepad, also kennt man das, so ein Gamepad-Joystick drauf. Anstatt den zum Bewegen zu nehmen, musst du mit hingucken und dann einen der Knöpfe drücken und dann teleportierst du dich dahin. Okay. Also du bist ja fast stationär, du bewegst dich nicht normal, sondern du teleportierst von Punkt zu Ei. Das ist... Ich weiß noch nicht, ich werde es mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon witzig ist, aber
Naja, mal abwarten. Sie haben ja auch noch angekündigt, dass ja auch Dings kommen soll, Skyrim und Fallout. Und da müssen sie eine andere Steuerung machen. Und da, wenn die rauskommen, werden die gekauft und gestreamt. Da werde ich dann Wenzen und dich allrutsch mal quälen und fragen, ob ihr Chatvorleser spielen könnt. Ja. Kennst mich ja, ich kann eh nicht nein sagen. Nee. Ja, doch, kann ich eigentlich. Habe ich inzwischen gelernt. Das ist auch gut so. Ja. Bei dem neuen. Ach, das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Das hier müssen die 9 sein und das hier müssen die 8 sein. Bringen wir aber noch nicht wirklich weiter. Hier 2. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Das hier müssen die 4 sein. Eins. Das heißt, Moment mal, 1, 2, 3, 4, 8, 10. So. Ja, das passt. Das hier muss die 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier eine 3. Wenn, ich habe doch gerade gesagt, wenn oder Shizuka. Und in letzter Zeit gab es halt auch keine VR-Streams, von daher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das muss schon die 2 hier sein. Sonst passt das ja gar nicht mehr. Dann haben wir hier die 6, dann ist hier die 3, dann ist hier dicht. Dann haben wir hier die 7. Schön. Hat mir aber ansonsten noch nicht weitergeholfen. Mist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Oh. Hände weg. Shizuka ist gerade gecrashed. Wibi. Danke schön. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Bis dahin. Was ist los, Hörnchen? Das Sind's bei dir? Bild ist nicht nett zu mir. 1, 2, 3, 4, 8. Kannst das einfach nicht. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Ist das Spekulation oder stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5. Jo. 8. Klick. Yippie. Eins, zwei, drei, vier, nein, das passt leider noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das gleiche Spielchen kann ich hier machen. Ach nö. Was los? Ich würde ja jetzt mit demselben Satz antworten wie du, aber das wäre ja gelogen. Weil du kannst es ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier hinten kann nicht sein. Das heißt, die 11 muss da unten sein, oder? Weil hier kann sie nicht sein, hier auch nicht. Jawohl. 8. Oh ne. 9, 10, 11. Ha! 5, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2. Wird 1 zu 4. Klick, klick. Klick, 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 klick. Klick. Ach nee. Eins, zwei, drei, kann das hier bitte mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das muss schon die zwei sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Oh nee. Nein, nein, nein. Hast du es gemurkst mal wieder? Ein bisschen. Nichts passiert. Gar nichts passiert. Ich hasse es. Wenn Internet weg ist, dann ist Twitch erstmal am Dauerladen und packt's nicht, den Stream neu zu laden. Nee. Nee, muss man immer wieder wie F5 regeln. Okay, wo habe ich den Bockmist gebaut? Ich habe ja einen ganz großen Bockmist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber die 8 kann, muss da, das geht nicht anders. Problem ist, hier die 7 passt nicht rein. Ich muss echt bis zur 8 zurück. Boah. Soll ich dir was sagen? Was? Du bist fertig. Yep. Ich glaube, das werden diesmal 10 bis 20 Minuten. Mhm. So wie das bei dir aussieht. Ja, ich habe gerade einen Riesenbockmist gebaut. Ich weiß aber immer noch nicht, warum. So. Weil du es kannst? Das sowieso. Das hier ist eine 1. So. 7, 6, das passt hier. Das hier kann nicht sein. Weil da haben wir die 3. Das passt soweit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und so, dann ist hier dicht, dann haben wir hier eine 3. Und ist da dicht. Hier haben wir wieder eine 7 und da haben wir eine 7, dann ist hier überall dicht, dann ist da dicht, dann haben wir hier eine 3, dann haben wir hier die 13. Und die 2, so.
Hier haben wir eine 7, das heißt bis hierhin ist auf jeden Fall, das heißt hier haben wir eine 8. Klick. Da ist dicht, da haben wir eine 3. Klick. Das wäre Spekulation, ob das jetzt eine 3 oder 4 ist. Das hier muss schon Teil der 19 sein, das heißt wir haben entweder da oder da eine 8. Das wäre Spekulation. 1, 2, 3, 4, 5, 19. Klick. Oder? Ja, das sind 19. Da oben in der Ecke, ich bin hier oben in die Ecke gekommen und dann war es irgendwie vorbei. Deswegen mache ich gerade mal die andere Seite einfach zum Gegencheck. Hier kann ich aber auch nochmal sagen, dass es ja, Moment, hat ein bisschen weiter rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 8 kann bis hier sein. Hier habe ich gesagt, 1, wie komme ich hier hin? Wegen der 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Hier ist ein Kreuz. Das heißt, die 11 muss unterhalb sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 8, 11. Also haben wir die Reihen hier schon mal. Dann können wir sagen, hier ist eine 5, 3, 4, 2, 2, 2, 2. Klick, 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 klick. Soweit passt es noch. Ja. Abend, Coxy, wie geht's dir? Was macht das War Thunder Gesalze? Hey, Coxy. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klick, klick. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heißt, da kann ich sein. 1, 2, 3. Hier kann ich sein. Hier kann ich sein. Und da kann ich sein. So weit, so schlecht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt. Und hier ist auch, dann ist da, dann haben wir hier die 8. Hier ist dicht. Da und da und da und da kann nicht sein. Hier kann auch nicht sein, also ist hier. Damit haben wir hier dicht. 1, 2, 3, 4, blub, 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 blub. 15, 18 wäre bis hierhin. 1, 2, 3, 4, 5. Kann da nicht sein. 1, 2, 3, 4, 6, das passt, das kann aber hier nicht mehr sein. Du spielst gerade nicht so oft. Ja, Norbert, der, einen wunderschönen guten Abend, wie geht es dir? Und ja, das gute alte, die Hoffnung auf das 29 zu 29 ist leider geschrumpft. Ich hoffe jetzt auf das 30 zu 30 nach der Runde. 8. Hier können keine 8 sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und das Kreuzchen passt hier, oder? Moment, hier, Moment mal, hier kann ich ja schon mal sagen, das sind auf jeden Fall sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Blub, blub. Die hier können auch nicht mehr sein. Hier sind zwei, drei, vier, fünf. So. Hier sind 3. Das sind 3. Hier sind 4. Okay. Da nicht mehr, da nicht mehr und da eine 3. Passt. Dann ist hier überall nichts mehr. Und da ist dicht. Dann. Scheiße. Echt Hörnchen. Passt schon wieder nicht.
Tasten hat. Wieder an derselben Stelle. Hier müsste jetzt die 6 rein, aber es sind bloß Platz für 5. Das Kreuz passt, weil hier hinten die 11 passt. Hier sind 4, passt auch. Da sind 3, passt. Da oben sind 5, passt auch. Moment, aber ich gehe gleich mal gucken. Aber das passt alles nicht. Spiel ich gerade nicht so viel Wert, sondern warum? 7, 7. Weil die 5 da oben kriege ich nicht weg. Das Einzige, was sein könnte, ist hier. Nein! Nein! Und hier passt sie auch wieder nicht. Auf der Seite habe ich irgendwo einen ganz, 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 ganz großen Bockmist drin. Da passt es gerade vorne und hinten nicht. Drei, fünf und drei in den letzten drei Zeilen passt nicht. Wo? Die letzten drei Zeilen. Yep. Und da hast du unten in der letzten Zeile 3, in der vorletzten 5. Vorletzten 5 und dann 3. Die passen alle drei nicht. Wie auch immer du auf die Idee gekommen bist. Die passen nicht. Löst aber nicht das Problem mit der 6. Sicher? Jetzt hast du nämlich die 2, die du vorher unten verbraucht hattest, hast du für oben. Ah. Ja. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Dann stimmt aber hier unten alles nicht. Doch, da die unten. Doch, die 2 passt. Dann ist das hier die 2. Dann haben wir hier die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Mann. Warum immer du dich da jetzt schon wieder verzettelt hast. Ich, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Das war irgendein Logikfehler im System. Also ein Spiellogikfehler und so. Na, jetzt habe ich hier eine. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wo eine 8 sein, wo eine 7 ist. Mach einfach aus der 9 eine 1 und eine 7, dann passt's. Ja, aber an welcher Stelle? Ach, da oben dann. Ja, an welcher Stelle? Das sag die Reihenfolge, in der das sein soll. Oh. Wie gut, dass ich hier die Lösung rumliegen habe. Ja, ja. Das Lösungsbuch hast du also neben dir liegen. Ach so. Nein. Ich habe hier die Lösung liegen, weil ich das gemacht habe. Ja. Fertig bin. Ja. Ihr habt's gerade alle gehört, sie bescheißt. Nein. Hier ist eine 3. Blub. 4 hat 4. Dann ist hier die 5. Also, jetzt kann man's lassen. Hier ist eine 5,
Da ist eine 5, da ist eine 4. Dann haben wir hier die 3. 8. 1. Moment, hier haben wir eine 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da wäre Spekulation, wo was ist. Hier eine 1. Na gut, das ist keine Spekulation, das muss so rum sein. So, dann haben wir hier eine 4, 1. Da kann auch nichts mehr sein. Hier haben wir die 3, da haben wir die 2, da haben wir eine 2. Eine 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das heißt, das hier muss die 4 sein, dann ist die 3 da. So. Hier haben wir eine 5. Hat sich jemand gemerkt, wann ich fertig geworden bin? Ungefähr, wo Croxy Abend gesagt hat, oder? Oder davor schon? Keine Ahnung, als Croxy Abend gesagt hat, da habe ich gerade neu geladen. Twitch. Croxy, einen wunderschönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gibt es wieder ein bisschen. Morgen ist. Morgen Assassin's Creed und dann am Montag wieder War Thunder. Da können wir auch mal wieder zusammenfliegen, wenn du Bock hast. 5, 2. Zwei, 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 drei. Ja. Ich wollte gerade sagen, zweite Spalte kann was nicht passen. Oder nee, doch passt. Machen wir hier nicht noch, also, ja. doch passt. Ich dachte schon. Nee. Hab mich mal wieder verguckt. Also so manchmal kommt dann doch diese minus 0,5 und plus 0,75 Dioptrien zum Vorschein. Stimmt eigentlich, wie geht's eigentlich deinen Augen? Och, denen geht's prächtig. Hat die Beschwerden 0. Beschwerden 0, das ist wunderbar. Haben die Augen jetzt dann, weil du gerade von Dioptrien redest, hast du dann plus minus 0 jetzt oder? Beim einen Auge bin ich noch immer um eine halbe Dioptrie kurzsichtig, weil die da nicht weiter runterlasern konnten. Meine Hornhaut ist zu dünn auf dem einen Auge. Ah, okay. Deshalb bin ich auf dem einen Auge noch eine halbe Dioptrie eben im Minus, aber das ist so gut wie nicht bemerkbar. Ein halbes Dioptrien. Und das andere Auge haben sie, wie es halt üblich ist, etwas überlasert, weil sich die Augen ja trotzdem noch verändern. Ja. Und meistens eben das noch weiter in die Richtung geht, in die es schon gegangen ist. Also ich war jetzt kurzsichtig, das heißt, ich werde wahrscheinlich noch weiter kurzsichtig werden. Ja. Deshalb wurde ich auf eine Dreiviertel Dioptrie weitsichtig gelasert. Okay. Dann bin ich jetzt auf dem einen Auge kurzsichtig und am anderen Auge weitsichtig. Dann musst du das Buch sozusagen schräg halten zum Lesen. Jein. Es ist im Prinzip, ich merke das so gut wie gar nicht. Vielleicht gerade, wenn ich irgendwas ganz genau schneiden will nach einer Linie, die ich vorgezeichnet habe, oder wenn ich wirklich einen Faden ins Nadelöhr bringen will, dann merke ich das schon, dass ich leicht weitsichtig bin, ja, aber ansonsten überhaupt nicht. Okay, das ist ja perfekt. Ja. Das, was man sich von der OP eigentlich wünscht, nicht nur Operation gelingt, sondern Patient lebt auch noch. Ja, also ich bin super zufrieden.
Ach, kann es nur weiterempfehlen. Gerade weil die Krankenkassen eben zu den Brillen nichts mehr dazu zahlen. Was? Also das, was die Krankenkassen zu einer Brille dazu zahlen, ist im Prinzip lachhaft. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber bei mir hat eine Brille in... Also meine letzte Brille hat, glaube ich, 400 Euro gekostet. Und das ist nur das, was ich selbst bezahlen musste. Okay. Und die Krankenkasse hat, glaube ich, vielleicht 50 Euro draufgelegt. Okay. Und das ist im Prinzip lachhaft, vor allem, weil ohne Brille geht's nicht. Ja, ohne das Brille ist... wäre ich... Ich hatte 3% und 4% Sehkraft. Das ist im Prinzip gar nichts. Ja, wollte gerade sagen. Wenn man dann noch rechnet, eine Brille, die nützt sich ab, die verschmiert, die wird milchig und verschleiert und da braucht man alle paar Jahre braucht man eine neue. Ja. Wenn man dann rechnet, alle paar Jahre 400 Euro, dann rentiert sich auf Dauer das Lesen mehr. Und da hast du keinen Zuschuss bekommen? Übrigens, Shizuka, ich hab Bockmist gebaut irgendwo. Hier in der Zeile passt irgendwas nicht. Da müsste eine 1 rein, aber eigentlich sind die einzigen zwei freien Dinger schon zu, also... Dann guck mal in die... Genau die Spalte. Mhm. Ja? Und dann... in die Zeile, wo 1,7 ist. Ja? Oh. Oh, ich sehe. Da geht noch was. Den Fehler hatte ich nämlich auch. Wie ist der zustande gekommen? Wie habe ich da die 1... Wie habe ich das dazu... Unaufmerksamkeit. Ja, wie immer. Selbe. Ich kenne mich schuldig. Ja. Also die Krankenkasse hat nichts dazu nicht gezahlt, dass du... Lasern nee. Hast. Nee. Obwohl sie Geld spart. Ja. Ja, Quatsch. Ja. Eigentlich ja. Ich meine, natürlich, ich habe sie im Ausland machen lassen, in der Privatklinik. Da zahlen die das sowieso nicht. Ja. Aber hier in, wenn ich es in Graz hätte machen lassen zum Beispiel... dann hätte ich pro Auge 2.100 Euro zahlen müssen. Pro Auge. Da ist die Nachbehandlung noch nicht mit einberechnet. Deswegen meine ich ja. Also übrigens kurz Zeit anhalten, 2039. Wie viel haben wir jetzt länger gebraucht? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich fertig geworden bin. Waren es 10 oder 20 Minuten? Also wo Betting stoppt, das war glaube ich noch während das Bild lief. Ja. Dann waren es jetzt ungefähr 15 Minuten, würde ich sagen, oder? Ja, kann sein, ja. Also gewonnen hat 10 bis 20 Minuten. Leutnant Schripper hat gewonnen. Gratulation. Ah, stimmt. Ich habe auf 5 bis 10 Minuten gedrückt wieder. Aber dieser eine lag dann doch etwas. The Dreaming Mistress. Aber bei den Bildern, da muss man schon... Glückwunsch, Schripper. Ja, ich dachte mir auch so, what? Wo soll da, also... Weiß nicht, auf den Kopf stellen? Oder ist das schon moderne Kunst? Wir verkaufen es einfach als moderne Kunst. Das passt schon. Ja, aber das wundert mich, weil also, was schreibt da Norbert seit April? Sagen Sie, ab 6 Dioptrien für eine Brille ein bisschen was und ab 8 Dioptrien auf für Kontaktlinsen, aber einen lächerlich kleinen Betrag. Okay. Ja, das ist bei den Krankenkassen ist das lachhaft. Ohne Brille bist du im
in der Gesellschaft eigentlich nichts wert, weil du nichts machen kannst. Du kannst nicht arbeiten, du kannst nicht Auto fahren, du kannst gar nichts. Ja. Aber für die Brille zahlen die einen Scheißdreck und fürs Lesen zahlen sie erst recht nicht. Das ist komisch. Das ist nicht komisch, es ist einfach nur bescheuert. Ja, ja. Na gut, ich habe noch das Glück, keine Brille zu brauchen, noch. Also noch ist 0000 vor... Letztes Jahr war, glaube ich, mein letzter Sehtest. Ja. Aber hör nur, es kommt, meine Eltern. Also meine Großeltern hatten alle Brille, meine Eltern haben beide Brille, meine Tante hat Brille, mein Onkel hat Brille. Ja, aber man muss auch sagen, die Altersweitsichtigkeit, die kommt sowieso. Meistens, ja. Kommt zu 99%. Ja. Mein Vater hatte auch ein Leben lang kein... Also echt, der hatte Adleraugen. Jetzt braucht er eine Lesebrille. Aber ich sag's mal so, wenn man bis zu einem gewissen Alter, bis die Weitsichtigkeit eintritt, keine Brille gebraucht hat, dann ist das meist auch so, dass das danach nicht wirklich extremst wird. Ja, also... Da kommt man vielleicht auf maximal 2 Dioptrien. Das eins. In dem Bereich kostet eine Brille ein Dreck. Ja. Da kostet eine Brille 10, 20, vielleicht mal 50 Euro, je nachdem. Ja. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass das, ich weiß, ich fasse mir jetzt von euch aus gesehen auf die linke Seite, aber es ist das, auf die rechte, aber es ist das linke Auge. Da hat mich am Handballspiel, hab ich einen Fingernagel, hat mir da die Hornhaut aufgerissen. Und deswegen, wenn ich merke, dass meine Augen müde werden, ist es immer das linke, rechte Auge, was müde wird. Also schneller müde wird. Mhm. Auch jetzt hier, den ganzen Tag saß ich im Geschäft vor der Arbeit, gerade eben auch hochkonzentriert auf den Monitor gucken und ich merke jetzt auch, dass dieses Auge hier müder ist als das andere. Aber das ist, da hat er gesagt, das ist einfach so, weil die Verheilung ist zwar so, dass es optisch bei mir nicht mehr auffällt, weil es wirklich bloß ein oberflächlicher Riss war. Ein Kratzer war, aber es ist halt trotzdem immer noch nicht hundertprozentig oder nie wieder hundertprozentig, aber damit kann ich leben. Mein Vater, der hat sich letztens einen rostigen Splitter ins Auge irgendwie reingestoßen. Au. Keine Ahnung, wie das hergegangen ist. Er weiß selber nicht, wann und wie es dazu gekommen ist. Jedenfalls, der Splitter ist raus, aber sein Auge hat eine Woche lang extremst getränt und geschmerzt, und als er dann endlich zum Augenarzt gegangen ist, haben die festgestellt, ja, da war ein rostiger Splitter drin, der Splitter ist raus, aber der Rost frisst sich ins Auge rein. Ah. Der wird auch dem Auge nicht mehr 100% sehen. Oh, das, nein. Das Komische war, ich hab... Er musste operiert werden. Ja, das ist. Kann ich mir vorstellen. Weil das kann ja dann zur Blutvergiftung führen und so weiter. Das ist ja. Ne, Blutvergiftung nicht direkt, weil das Auge. Weil sich das nicht so weit reinfließt. Stimmt, das ist ein geschlossenes System. Also, das ist, kommt nicht bestimmt her. Aber das ist. Der Rost hat sich direkt in die Pupille gefressen. Und je mehr der sich reinfrisst, desto schlechter wird die Sehkraft. Ja. Ich muss sagen, witzigerweise, arg wehgetan hat das Auge bei dem Riss gar nicht. Das hat, also ich habe den Schlag, da war auch dann sozusagen Schlag. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine aus Auge bekommen habt. Also richtig aus Auge, nicht nur so, oder richtig eine Faust aus Auge. Da hast du ja so eine Art Unterdruck. Also das Auge fühlt sich an, als wenn es rausspringen würde. Das Gefühl hatte ich auch. Dass der Riss da ist, habe ich nur gemerkt, dass du, also wie bei einer Kamera, die einen Riss hat und du machst ein Foto auf Weitwinkel. Ja. Du erkennst zwar noch alles, aber du siehst, dass an einer gewissen Stelle an einem Riss etwas unschärfer ist als der Rest. Und dann sind wir zur Augenklinik. Und die haben mich dann erstmal dumm angeguckt, weil ich natürlich total verschwitzt ankam. Und auch dementsprechend etwas gerochen habe. Weil mein Vater mich gefahren hat ins Krankenhaus direkt. Und naja. Habe ich Augentropfen bekommen und die genommen und dann passt's. Auch jetzt für die Arbeit, PC rechnen und hier viel zocken, gehe ich allrutsch zum Augenarzt oder zum normalen Arzt und lasse mir Augentropfen, damit die Weise trocken werden. Vor allem im Geschäft mit Klimaanlage
trocknen die dann doch mal gerne aus und haben so Augentropfen, das merkt man dann schon, dann werden sie nicht ganz so schnell müde. Weil das Problem ist, wenn sie müde sind, verstellst du dich und dann bekommst du schneller Alterskurzsichtigkeit. Ja, weil das ja im Prinzip ein Nachlassen der Muskulatur ist. Oder Überbeanspruchung der Linse oder irgendwas in der Richtung. Ich hasse Augentropfen auch. Deswegen, also so Augen-OP, wenn ich mir vorstelle, da irgendwie Augen auf und reingucken in... Da bräuchte ich so eine Scheißegal-Tablette. Die kriegt man vorher. Die kriegt man? So eine Scheißegal-Tablette. Okay. Ja, die kriegt man. Gut. Ja. Die? Und es wird auch permanent über den... das Auge... Also, so wie es bei mir war, ich habe den ganzen Tag über fast Betäubungstropfen gekriegt. Okay. Ich wurde ja, die Voruntersuchung war vormittags, so um 9 rum. Operiert wurde ich als eine der letzten um 16.50 Uhr. Okay. Ja. Und ich bekam in der ganzen Zwischenzeit bekam ich Betäubungstropfen. Ja. Hätte ich gleich sagen können, gibt's mir intravenös, da haben wir's hinter uns. Intravenös bringt nichts, weil intravenös bedeutet, der ganze Körper ist. Ja, ja. Dann kannst du nicht mehr in den Laser gucken. Ja. Das ist kontraproduktiv. Ich habe halt bei den ganzen Sachen immer das Problem, dass ich eine hohe Betäubungsmittelresistenz habe. Das habe ich auch bei einer Knieoperation gemerkt. Die mussten mir die doppelte Dosis an Betäubungsmittel geben, bevor ich eingeschlafen bin. Was da dann da halt auch immer... Also schmerzresistent, also das Schmerzlevel ist relativ niedrig. Also es dauert lang, bis ich Schmerz spüre. Aber auch Betäubungsmittel. Ja. Das erste Mal habe ich es gemerkt, haben sie mit Polypen. Polypen sind so unnütze Dinger in der Nase. Ja. Haben sie mir als 14-Jährigen entfernt. Und neben mir lagen andere 14-Jährige. Und dann haben wir die Kindertablette bekommen. So was zum Trinken war das, glaube ich. Okay. Und der neben mir hat das getrunken und ist nach 5 Sekunden eingepennt und ich war halt wach, als die Oberschwester zurückkam. Die Oberschwester schnauzt mich an, du hättest es trinken sollen. Habe ich gesagt, ich hab's getrunken, wir waren noch dabei. Ja, okay. Da mussten die mir mit 14 eine Tablette für Erwachsene geben. Deswegen muss ich bei OPs auch immer sagen oder sonstigen Sachen, hey, wenn ihr mich flachlegen wollt, dann die doppelte Dosis bitte oder essen gehen vorher. So. So viel dazu. Gut, es hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig. Ja. Ja, so ein bisschen. Die Begeisterung, ich höre schon. Wenigstens mit den Wetten konnte ich ein bisschen Druck draufbauen. Genau. Wann das nächste Mal hängt ein bisschen von Shizuka und Kaiolein ab. Natürlich allerdings auch von mir, wann ich die nächste depressive Phase vor mir haben will. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Schönen Abend. Guten Abend sagt man zur Begrüßung. Ach, meine Fresse. Ihr merkt, es wird Zeit. Morgen, wie gesagt... Ich hab ins Bett mit dir, Hörnchen. Genau. Morgen, wie gesagt, Assassin's Creed... das Finale ist so lang wie... Also ich werde auf jeden Fall morgen... Na, gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen, bevor ich jetzt irgendwelche Ankündigungen... Nachher sitze ich da 3 Stunden da und... Am Wochenende streamfrei, da werde ich mich um den Server kümmern müssen, sonst kriege ich Schläge von... Kaya, Van, Shizuka, Ria... Eigentlich allen. Und ja. So auf Schläge stehen tue ich nicht. Deswegen lassen wir das lieber. Bei der Veria, da werde ich euch auch gleich hinhosten. Die Dame zeichnet wieder. Von der netten Dame habe ich, meine ich, meinem lieben, netten Imos. Da. Sind von der netten Dame. Lasst einen schönen Gruß da. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Man sieht sich morgen. Kommt gut ins Wochenende morgen. Schafft den Tag für uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.